Kennt ihr das Gefühl, ihr freut euch auf etwas und würdet am liebsten die Zeit vorspulen? Aber jedes Kind weiß, das ist unmöglich. Unmöglich? Nicht für alle. Papst Gregor der 13. hat genau das einfach getan und hat im Kalender 13 Tage übersprungen. Und dadurch bekam Julius Caesar eins auf den Deckel. Ihr versteht nur Bahnhof? Dann bringen wir mal Licht ins Dunkel, nämlich mit der Sonne. Ihr wisst sicher alle, die Erde dreht sich um sich selbst, der Mond kreist um die Erde und das alles kreist um die Sonne. Und für eine komplette Umrundung der Sonne braucht die Erde ein Jahr, also 12 Monate oder auch 365 Tage, richtig? Fast. Genau genommen dauert das Ganze 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 43 Sekunden. Diese 5 Stunden, 48 Minuten und 43 Sekunden machen eine genaue Zeitrechnung unmöglich. Deswegen schob Julius Caesar alle 4 Jahre einen zusätzlichen Tag, den sogenannten Schalltag, in den Kalender. Den kennt ihr doch. Und zwar immer im Februar, denn der ist nach dem römischen Kalender der 12. Monat im Jahr, nicht so wie bei uns der Dezember. Damit löste der gute Julius das Problem und alle feierten ihn. Oh, yeah. Aber in Mathe hat der alte Römer wohl geschlafen. Warum? Wenn ihr genau nachrechnet, durch den Schalltag kommt alle 4 Jahre ein Tag dazu. Pro Jahr ist das also ein Vierteltag oder mathematisch ausgedrückt 0,25. Deswegen hat unser Jahr 365,25 Tage. Durch die 5 Stunden, 48 Minuten und 43 Sekunden dauert unser Sonnenjahr aber nur 365,22 Tage. Das heißt, jedes Jahr gibt es 11 Minuten und 17 Sekunden zu viel. Nach 128 Jahren gibt es also wieder einen überzähligen Tag. Und diese 11 Minuten und 17 Sekunden brachten Gregor auf die Palme. Denn 1582 hinkte die menschengemachte Zeit dem Sonnensystem dadurch schon 13 Tage hinterher. Und das konnte so nicht weitergehen. Deshalb beschloss Papst Gregor der 13., das zu korrigieren und die 13 Tage einfach zu überspringen. Die Menschen gingen im Jahr 1582, also am 3. Oktober, ins Bett und erwachten am nächsten Morgen, dem 16. Oktober. Damit war das Problem erst einmal gelöst. Aber wie sollte es weitergehen? Alle 128 Jahre einen Tag zu überspringen, ist ja auch keine Lösung. Gregor hatte auch dafür eine gute Idee. Achtung, jetzt wird es kompliziert. Die Schaltjahre sollten weiterhin bestehen. Alle 100 Jahre fällt der Schalltag aus. Einzige Ausnahme, wenn sich das volle Jahrhundert glatt durch 400 teilen lässt. 2000 war daher ein Schaltjahr. 2100 wird kein Schaltjahr sein. So ergänzte also Papst Gregor der 13. den Kalender von Julius Caesar und klaute ihm damit die Lorbeeren. Deswegen heißt unser Kalender nicht mehr julianischer Kalender, sondern gregorianischer Kalender. Wie ihr seht, sind Kalender nicht naturgegeben, sondern ein menschliches Konstrukt. Trotzdem steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach hinzugehen und Tage vorzuspulen. Denn die Sonne gibt immer noch die Richtung vor.